Hier steht der neue Scooter, der neue Roller von Kawasaki, der J300 oder wie man im Englischen sagt, der J300. J300, ein Roller, der ursprünglich gebaut wurde von der Firma Kymco, das kann man ruhig sagen. Kawasaki hat ihn aber in entscheidenden Details verbessert, die einen großen Unterschied zum Original ausmachen. Wir sehen das zum einen an der Scheinwerfer Front da vorne, die ganz klar typisch Kawasaki ausfällt mit dem Doppelscheinwerfer Gesicht. Die Scheibe ist auch auf sportlich, geht auch eher in die sportliche Richtung. Wir haben an dem Roller etwas anders geformte Trittbretter, zum Beispiel hinten jetzt Fußrasten, weil das wesentlich bequemer ist für den Sozius. Eine wichtige Änderung pro Komfort gab es hier hinten an den Federbeinen, denn das sind neue Federbeine. Kawasaki hat da Hand angelegt, die Federrate erhöht, um eben auch noch mehr Restfederwicht zur Verfügung zu haben. Das erhöht den Komfort merklich, auch mit zwei Personen, und dementsprechend musste die Gabel vorne vom Dämpfungsverhalten auch nochmal angepasst werden, aber das funktioniert vorzüglich. Gerade bei der Ergonomie, auch wenn man sich das Finish anschaut, das ist alles viel, viel schöner gestylt, eine schöne Lenkerabdeckung. Das Armaturenbrett mit den Uhren, die jetzt eine blaue Hintergrundbeleuchtung haben, gegenüber einer roten, sieht wesentlich wertiger aus. Wir haben jetzt keinen Schlüssel da. Wenn man die Sitzbank aufklappt, hat man immer noch Platz für einen Integralhelm und für eine A4-Aktentasche. Also das müsste eigentlich für die Fahrt zur Arbeit reichen, May, oder? Das reicht absolut. Also Sie sehen, der Roller ist bestens gerüstet für den Sprint zur Arbeit, die tägliche Fahrt zur Arbeit, zum Shopping, aber auch für längere Touren. Er leistet so rund 30 PS. Das heißt, wir kommen da gut voran mit diesem Roller und bleiben nicht im Verkehr stecken, May. Richtig? Richtig. Okay, dann bedanke ich mich bei meiner Kollegin, der May Dütz, und wünsche allen noch viel Spaß auf dieser EICMA.